Ich hoffe, ihr könnt mich gut hören. Ich habe ja irgendwie das Gefühl, euch heute mal ein etwas anderes Video aufzunehmen. Hoffe, das ist in Ordnung. Ich werde immer wieder so viele Sachen gefragt über alle möglichen Kanäle, wie es privat ist, wie es mit meiner Familie ist, wie der Abschied so war. Und ich muss euch offen gestehen, ja, ich poste hier mal sehr, sehr viel. Bei YouTube gibt es immer wieder unglaublich viele persönliche Sachen, die ich auch äußere, was ich selbstverständlich gerne mache. Einige Posts sind natürlich auch geschäftlich bedingt, denn ich möchte Menschen, auch Frauen, inspirieren, die sich beispielsweise nicht trauen, selbstständig etwas zu unternehmen, die einfach den Mut bekommen, von mir inspiriert zu werden, um zu fühlen, wirklich tief aus dem Herzen, dass da noch mehr ist, als das, was man ja in den Medien hört und sieht, als das, was man immer so erzogen bekommt, als das, was viele Menschen leben. Und ja, ich möchte einfach gerne ein Zeichen setzen. Und deswegen dachte ich mir, okay, ich plaudere jetzt mal so ein wenig aus dem Nähkästchen. Die Sonne ist übrigens gerade wunderschön. Die Regenzeit in Costa Rica geht langsam vorbei. Und ihr seht im Hintergrund den Schatten, ist mir gerade egal. Ich habe die Ausstattung gerade nicht komplett dabei, aber ich habe einfach Lust, euch jetzt ein Video aufzunehmen. Ich würde sagen, ich fange einfach mal bei dem Schnitt an, als ich von Deutschland aus in den Flieger gestiegen bin. Das war am 1. September 2019, also ist noch gar nicht so lange her. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe kein Heimweh. Und natürlich ist die ein oder andere Träne auch geflossen, auch von meiner Familie. Und Abschied tut ja immer weh, aber es ist doch kein Abschied. Und es ist auch nichts Schwieriges, es ist auch nichts Notwendiges im Sinne von den Umständen entsprechend, mit den Lebensumständen klarkommen. Das, was hier passiert, ist die Verwirklichung eines Traumes. Da geht eine Frau in den Dschungel und baut sich ein Haus. Ich bin Unternehmerin und ich habe einfach gedacht, ich mache etwas anders. Ja, also habe ich meine Sachen gepackt und bin gegangen. Ich habe in Deutschland mein Gewerbe abgemeldet. Ich habe mich polizeilich abgemeldet zum Ende des Septembers. Das heißt, seit dem 1. Oktober 2019 bin ich komplett in Costa Rica gewerblich gemeldet. Hier gibt es allerdings keine Meldepflicht. Achtung, Achtung, kleine Info am Rande. Es gibt allerdings die Möglichkeit, sich über die deutsche Botschaft zu melden, dass man, wenn etwas ist, Risiko und so weiter und so fort, auf eine Liste, Elefant nennt sich die, zu schreiben, dass Deutschland weiß, okay, da sind Deutsche, wir möchten sie benachrichtigen und so weiter und so fort, oder falls irgendetwas ist, zurückholen ins Land. Ja. Das habe ich natürlich auch gemacht, weil das Teil meiner Residenz ja war. Und der Abschied von meiner Familie ist kein Abschied, weil ich ganz genau weiß, dass wir uns früher oder später wiedersehen. Und ich liebe meine Familie. Ich liebe meine Familie und es wird auch immer so bleiben. Ich bin hier allein hergekommen, ohne einen Ehemann oder Kinder oder was auch immer. Und meine Mama sagt ab und zu, bleib tapfer. Und ich denke mir so, hey, warum soll ich tapfer bleiben? Ich verwirkliche mich gerade. Ich lebe, ich liebe und ich lache. Ich bin nicht aus der Welt. Ich bin hier. Ich arbeite sogar aus dem Internet, also mit dem Internet. Und es macht wahnsinnig Spaß, sein Leben neu zu gestalten. Nutzt die Möglichkeit, wenn ihr Lust dazu habt, dann macht das. Lasst euch unterstützen von solchen Menschen wie mir. Lasst euch inspirieren. Lasst euch ein bisschen Mut antrainieren. Es gibt so viele wundervolle Techniken, wie man mutiger sein kann, wie man einfach ja auf sein Herz wieder hört. Leute, hört wieder auf euer Herz. Ich zeige euch ganz kurz mal diesen wunderschönen Sonnenuntergang, der gleich kommen wird. Die Sonne steht schon relativ tief. Ich glaube eine Stunde noch und dann ist die Sonne auch untergegangen. Schwankt in der Regel so zwischen, ja, eine Stunde nur. Das komplette Jahr über schwankt der Sonnenuntergang immer nur ungefähr eine Stunde. So.
so wird man immer wieder abgelenkt von der Realität. Wobei, das ist doch die Realität. Alles, was im Handy passiert und im Computer, ist das real? Alles, was ich hier aufnehme, ihr denkt, ihr kennt mich, aber ihr kennt mich gar nicht. Natürlich erzähle ich ein bisschen was aus dem Nähkästchen, weil das wäre doch sonst langweilig. Also ich fahre jetzt einfach mal fort, denn ja, ich bin hier alleine hergekommen, aber ich habe hier einen Costa Ricaner kennengelernt und mein Herz, das ist so glücklich, weil ich war 4 Jahre ungefähr Single und machen wir uns doch nichts vor. Wenn man schöne Zeiten teilen kann, dann ist das doch noch schöner, weil Glück und Liebe vervielfältigt sich doch, wenn man es teilt. Ist das nicht wundervoll? Ja. So leben wir gerade jeden Tag ein relativ normales Leben hier in Costa Rica. Ich arbeite ab und zu, so wie heute ist Samstag, bin ich auch auf der Baustelle und mache ein wenig mit. In letzter Zeit gibt es wieder mehr für mich anzupacken. Wir malern gerade das Haus, das heißt, es geht definitiv einen Schritt nach vorne. So. Ich sehe aus wie, ist mir so egal. Okay? Jetzt macht das Spaß mit mir. Ja, so ist das normale Leben hier mitten in the city of the jungle. Wir haben gerade Pause gemacht und ich zeige euch mal, was ich hier heute gezaubert habe. Deswegen habe ich mich auch umentschieden, nicht nach Deutschland zu kommen. Ich bin 3 Wochen geplant gewesen, in Deutschland zu sein, jetzt zu diesem Zeitpunkt übrigens. Aber mein Haus braucht mich gerade. Und ja, ich genieße das hier gerade in vollen Zügen. Meine Residenz ist, wie gesagt, abgegeben. Das ist ein Thema, worüber ich separat mal ein Video noch mache, weil es da ganz, ganz viele Infos gibt zu. Und so lebe ich hier mit meinem kostarikanischen Partner. Wir können hier mit der Kaffeetasse direkt ans Meer gehen. Ist das nicht ein Paradies? Ist das nicht wunderschön? Es gibt so viel Kraft, dieses Wasser, diese Wellen, diese... Wow! Wow! Und ich möchte nicht mehr tauschen. Ja, ich werde weiter auch auf Reisen sein oder in Deutschland meine Kunden betreuen. Und ich liebe es auch, wieder in Deutschland zu sein. Aber am besten, wenn es warm ist, muss ich ganz offen stehen. Jetzt ist erstmal das Haus Priorität, weil diese Zeit, die kann einem keiner nehmen. Das ist, wenn du ein Kind zum Beispiel auf die Welt bringst. Die ersten 3 Jahre sind so essentiell. Kümmer dich um dein Kind, weil du wirst nie wieder die Zeit zurückdrehen können, zusehen können, wie das Kind laufen lernt, wie die Zähne langsam kommen, wie es erst mal Mama oder Papa sagt. Ich habe noch keine Kinder, aber ich kann mir vorstellen, dass das mega, mega schön ist, ein kleines Wunder. Und ich möchte dieses Wunder meines Hauses sehen und mitmachen. Deswegen bin ich hier. Und Herzschmerz gibt es gerade gar nicht. Es ist einfach nur ein Traum. Es ist definitiv geplant, bis Ende des Jahres fertig zu werden. Ob wir das schaffen, ich weiß es nicht genau, aber ich genieße jeden Tag in vollen Zügen. Ich werde euch definitiv mitteilen, wenn das Haus fertig ist, wenn es soweit ist. Und ja, für all diejenigen, die immer fleißig Kommentare schreiben und auch denken so, wow, ich würde gerne mal nach Costa Rica kommen. Es gibt demnächst etwas Wunderschönes, was in Planung ist, was ihr gerne in Anspruch nehmen könnt. Ich zeige euch gerne das Land. Dazu aber zu einem anderen Zeitpunkt mehr. Und wer Lust hat, montags gerne live aus Costa Rica, also momentan, einfach dabei zu sein, der kann sich gerne für den Release Monday anmelden, weil es gibt jeden Montag ein Gratis-Webinar, Release Monday um 20 Uhr nach deutscher Zeit. Und da geht es immer um ein paar Entspannungs- und Dehnungsübungen, ein paar Tipps, Inspirationen, die dich durch die Woche begleiten. Wir haben letztens zum Beispiel wundervolle Atemtechniken gemacht, wundervolle Atemübungen. Und ja, das bringt dich einfach runter an einem Tag, wo ganz, ganz viele Menschen gestresst sind. Vielleicht fühlst du dich auch so. Jeden Montag, Release Monday, wenn du Lust hast, melde dich wie gesagt an. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du dabei bist. Ansonsten kannst du mich auch gerne buchen. Stretch and Release gibt es mittlerweile jetzt auch online. Du kannst also 3 Stretching-Sessions, ganz individuell, nur du und ich, buchen. 45
45 Minuten gibt es eine kostenlose Beratung. Das heißt, das machen wir vorher, damit ich ganz genau weiß, gibt es irgendwo Sollbruchstellen in deinem Körper, worauf darfst du achten? Und dann gibt es Tipps, wie du mit deinem Körper schneller wieder flexibel werden kannst, also wirklich gesund in den Alltag gehen kannst. Und es gibt natürlich auch ein paar Praxistipps, wie du zum Beispiel im Büro oder wenn du viel unterwegs bist, besser, gesünder durchkommst. Auch diesen Link findest du unten in den Shownotes und ich freue mich auch, da von dir zu hören. Also das war es jetzt gerade von meiner Seite. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Und hinterlasst mir gerne einen Kommentar, Daumen hoch. Und ansonsten, wenn ihr Lust habt, teilt diesen Kanal gerne mit Menschen, wo ihr denkt, wow, ich möchte gerne nach Costa Rica reisen. Oder ich bin ja immer noch im Aufbau eines Online-Kongresses. Wenn ihr jemanden habt, der in Costa Rica lebt, der unglaubliche Erfahrungen gemacht hat und die gerne teilen möchte, dann meldet euch gerne bei mir. Denn den einen oder anderen Speaker, den hätte ich gerne noch mit in der Runde. Es ist so schön, was bis jetzt alles an Interviews schon im Kasten ist. Ich freue mich riesig, wenn es dann soweit ist und wir damit online gehen können. Also ganz, ganz liebe Grüße hier aus Costa Rica. Ich genieße jetzt ein wenig den Sonnenuntergang und gehe nochmal ins kühle, warme Nass.